Hallo zusammen, ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Marco Heckhoff, ich bin der neue Leiter des Stadtmuseums hier in Einbeck, der Nachfolger von Frau Dr. Hege. Und ich befinde mich hier in unserer Sonderausstellung zum Thema Quilten, Patchwork. Und vor meinem Lieblingsquilt stehe ich gerade, das ist Honig im Kopf von Maria Reuter. Ja, was soll ich sagen, bevor ich hier nach Einbeck kam, habe ich mich tatsächlich mit dem Quilten so gut wie nicht beschäftigt, hatte kaum Kontakte zu dieser Kunstform und habe mich aber jetzt natürlich dafür eingearbeitet, ein bisschen eingelesen und muss sagen, es gibt Aspekte, die ich sehr faszinierend finde. Und das ist zum Beispiel der Aspekt, dass die Amish People in den USA ja fürs Quilten berühmt sind, aber ja diese Kunstform, dieses Handwerk nicht aus Europa mitbrachten, also aus der Schweiz oder dem südwestdeutschen Raum, sondern das von den englischen Einwanderern übernommen haben. Und das ist eine Sache, die finde ich sehr spannend, dass diese Glaubensgemeinschaft, die sich eigentlich, das ist eine ihrer Säulen, von anderen abschottet, von dem Rest der Welt abschottet, etwas aus einer anderen Gemeinschaft, Gesellschaft transferiert. Und da habe ich mir die Frage gestellt, warum ist das so? Ja, warum nehmen die dieses Quilten mit als einen sozialen Aspekt in ihre Gemeinschaft auf? Und der Grund ist, dass Quilten passt sehr gut zu den Tugenden der Amish People. Die Tugenden sind Arbeit, Demut, Langmut und Schlichtheit, Langmut also Geduld. Und all diese Dinge kann man während des gemeinschaftlichen Quiltens für sich erfahren. Ja, es hat einen meditativen Charakter, man braucht Geduld. Und anders als bei den englischen Einwanderern wurde beim gemeinschaftlichen Quilten auch nicht geklönt. Ja, es wurde sich nicht ausgetauscht. Dort hat es bei den englischen Einwanderern auch eine soziale Funktion, der Austausch. Das ist bei den Amish People anders. Da war es meist sehr ruhig, wenn gemeinschaftlich gequiltet wurde. Und das ist nochmal so eine Veränderung. Aber trotzdem ist es sehr spannend. Die Quilts haben sich auch im Laufe der Zeit kaum verändert. Sind bis ins 19. Jahrhundert von ihren Motiven gleich geblieben. Sehr schlicht, keine Verzierungen, häufig mit Naturmotiven. Und dann Ende des 20. Jahrhunderts wurden diese Quilts natürlich auch an Touristen verkauft. Aber ich finde das sehr spannend, wie solche Dinge in unterschiedlichen Gemeinschaften unterschiedliche Funktionen haben. Ich hoffe, Sie besuchen uns nach unserer Öffnung ab dem 16. März nochmal hier in unserer Ausstellung und schauen sich die Quilts an.